Herzlich willkommen zu Einige Spiele, einige Tore heute am 23. April. Ostern ist rum, draußen wird's warm, unten wird's heiß. Der Abstiegskampf hat die Dortmunder Teams in der Ober-, in der Westfalen- und in der Landesliga fest im Griff. Da werden wir natürlich heute intensiv drauf gucken. Haben aber auch noch ein Team, das ich unten keine Sorgen mehr machen muss, davon zwei Tore. Und fangen jetzt erstmal an mit der Sensation des Wochenendes. Die gab's in der A-Jugend. Der TSC Eintracht Dortmund und das Trainerduo Tobias Brenk und Ivica Ivancic, die hatten sich im Westfalenpokal bereits im Achtelfinale sensationell gegen Bundesligist Schalke 04 durchgesetzt. Dann im Viertelfinale 4:3 gegen Westfalia Soest. Und jetzt im Halbfinale kam Bundesligist Preußen Münster. Und so ging's aus. Und der Bundesligist spielte zunächst mit seinen Muskeln Mohamed El-Ghurari in die Torwartecke zum frühen 0:1 Rückstand aus Sicht des CSC. Aber man sieht schon, sie nehmen den Ball schnell aus dem Tor raus und kommen zurück. 57. Minute, Zuckerpass von Kingsley Marcinek auf Philipp Schröder und der zum Ausgleich. Und das war noch nicht genug. Nur 4 Minuten später läuft Maci Boke-Möller in bester Maradona-Manier von der linken Seite, zieht zur Mitte, lässt den Gegenspieler stehen und schiebt den Ball ins lange Eck zum 2:1 Endstand. Sensationelle Leistung. Im Finale wartet jetzt am 1. Mai der VfL Bochum. Gespielt wird auch in Bochum, also am 1. Mai nichts vornehmen. Rüber nach Bochum und den TSC Eintracht da zum Westfalenpokaltitel schreien. Ja, in Bochum hat sich am Wochenende auch Westfalia Wickede rumgetrieben, genau genommen in Wiemelhausen. Für die Mannschaft von Trainer Alex Gocke geht weder nach oben noch nach unten irgendwas. Aber bei Concordia Wiemelhausen sollte trotzdem ein Sieg her. Danach sah es auch zunächst aus. Robin Diekmann, 55. Spielminute, tanzte am Strafraum seinen Gegenspieler aus und versenkt wunderbar zum 1:0. Aber nur 5 Minuten später bekommt die Westfalia keinen Zugriff auf die Gegenspieler. Und am Ende steht Ilias Adinda Ukba frei vor Torhüter Dennis Wegner und schiebt ein zum 1:1 Endstand. Alex Gocke hat hinterher gesagt, dass ihn das richtig nervt, dass sie es nicht schaffen, ihre Leistung über die vollen 90 Minuten abzurufen. Und der andere Westfalenligist im Abstiegskampf, der Kirchhörder SC, der würde sich wünschen, dass er überhaupt mal wieder Leistung auf den Platz bekommt. Aber nach dem 1:4 beim Lüner SV gibt es kaum noch Hoffnung für den KSC und auch nicht für Lothar Huber. Und genau das hat Herr Patrick Schröer im Interview hinterher auch gesagt. In der ersten Halbzeit haben wir es gut gemacht, wirklich richtig gut gestanden, auch gut nach vorne gespielt, ein bisschen Pech gehabt mit dem Lattenball von Richter. Torwart hat einmal gut gehalten, da war es noch alles okay. Aber zweite Halbzeit war das zu arm und das war zu wenig, um die Klasse zu halten. Und ja, so werden wir also letztendlich auch kaum noch ein Spiel gewinnen, weil da fehlt alle Begeisterung, viel Leidenschaft fehlt da. Im Abschiedskampf muss man sich anderen präsentieren, selbst beim 2-1, ja, da muss man halt sagen, okay, wir konzentrieren, das heißt, das Spiel nicht weiter, kriegst du eine Minute später das 3-1 und dann ist natürlich das Spiel weg, weil wir einfach auch das Selbstvertrauen nicht haben. Das ist auch ganz klar, das hat man nachher auch gesehen. Und dann kriegst du das 4-1, dann musst du aufpassen, dass du nicht auch 5, 6, 7 kriegst. Das sind ja so Spiele, die dann so laufen. Aber mehr Gegenwehr, vorne in der zweiten Halbzeit völlig harmlos. Ja, kaum noch eine klare Torchance gehabt. Verdient verloren. Ja, der dritte Westfalenligist im Bunde, der hat dafür die Gunst der Stunde genutzt. Kirchhörde hat verloren, Lennestadt nur unentschieden gespielt. Der BSV Schüren war im Abstiegsduell gegen den SV Horst Emscher, beide genau einen Platz auseinander, zum Siegen verdammt, hat geliefert, musste aber zittern. Denn die Gäste gingen nach 32 Minuten in Führung. Cedric Kupka, das geht natürlich viel zu einfach, die Führung für die Gäste. Aber Schüren kam zurück, Foulelfmeter an Santillano Braia und Kevin Franzen schiebt zum Ausgleich ein, kurz vor der Pause. In der zweiten Halbzeit dann, 20 Minuten ungefähr, 15 Minuten ungefähr gespielt und jetzt anschnallen, Zivko Radojcic in den Winkel, Traumtor zur 2:1 Führung. Und jetzt lief's für die Schürener. Wieder nur 3 Minuten später stand nämlich Eyüp Koskun in der Mitte vollkommen frei. Erstmal schön durchgespielt bis in den Strafraum. Da steht er völlig frei, ungedeckt. Und das lässt sich ein Eyüp Koskun nicht entgehen. Dann verletzte sich Torhüter Robin Sievert und der BSV hatte keinen zweiten Torwart dabei, weil Sascha Samulewicz im Urlaub war. Und das war die Folge. Mehmet Arslan musste ins Tor. Der Co-Trainer hatte gegen Yüksel Terziciks direkten Freistoß ins Torwart-Eck keine Möglichkeit des Abwehrens. Aber die Schürener waren sofort wieder da. Wieder nur 5 Minuten später. Mohamed El-Mutni nach schöner Vorarbeit von Santillano Braia zum 4:2. War jetzt endlich der Deckel drauf? Von wegen. Wieder kamen die Gäste zurück. 4:3 Pascal Reuth in der 87. Minute.
Und dann gab es 10 Minuten Nachspielzeit. Und jetzt zitterten die Schürener. Immer noch mit ihrem Co-Trainer im Tor. Erst in der 10. Minute der Nachspielzeit dieser Konter gegen die aufgelöste Abwehr der Horst Emscherane. Und das ist Kevin Franzen, der schon das erste Tor der Schürener in dieser Partie erzielt hat. Alles drin in dem Spiel, 8 Tore, ein kurioser Torwartwechsel. Und natürlich hat sich Frank Büth, unser Mitarbeiter, hinterher den unfreiwilligen Torhüter zum Interview geschnappt. Wie kam es dazu? Ja, Samu ist ja, beruflich nach China gefahren oder geflogen. Und unser dritter Torwart, der jetzt aktuell ja auch in Alter im Urlaub war, von der zweiten Mannschaft her. Ja, und da stellte sich einfach die Frage, wer geht ins Tor? Und da habe ich mich bereit erklärt. Beim Training bin ich mal ab und an auch in meinem Tor, wenn es mal ein nötiger Mann ist. Und ich habe es nicht zwar gehofft, dass ich nicht ins Tor gehen muss, aber es war leider eben so. Schauen wir kurz auf die Tabelle. Für den BSV war es ein extrem wichtiger Schritt. Nächste Woche kann man schon einen extrem, extrem großen machen. Da steht das Derby gegen den Kirchhörder SC an und es wird vermutlich richtig krachen. Ein Derby hätten wir nächstes Jahr gerne auch in der Fußball-Oberliga. Allerdings tut der FC Brünninghausen im Moment nicht allzu viel dafür. Gegen die Hammer Spielvereinigung sah es noch so aus, den Bock umgestoßen, 2-0 gewonnen und jetzt beim Tabellenletzten, der seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr gewonnen hat, 2-0 verloren. Ganz anders der ASC 09 Dortmund, der gewann mit 4-1 sein 4. Spiel in Folge gegen Westfalia Rhynern, hat sich nach unten hin aller Sorgen entledigt und nach oben geht aber auch nichts mehr, oder Paul Stieber? Ja, wenn man die Tabelle sieht, glaube ich, ist nichts unmöglich, außer jetzt auf den ersten Platz. Wir versuchen, auf uns zu konzentrieren, unsere Spiele zu absolvieren und dann gucken, was am Ende dabei rauskommt. Schauen wir ganz kurz auf die Ergebnisse der ASC. Wie gesagt, 4-1 gegen Westfalia Rhynern, damit jetzt sicher Dritter oder hat sich vorne festgesetzt, Best of the Rest, Haltern kaum noch einzuholen. Das sind schon 12 Punkte Rückstand bei nicht mehr so vielen Spielen. Das wird eng, aber vielleicht geht ja doch noch was. Es sind noch 7 Spieltage zu spielen. Wir schließen heute ab mit der Fußball-Landesliga. Und da steckt der VfL Kemminghausen trotz des 0-0 gegen den zweiten Fürtinerspor oder den vormals zweiten Fürtinerspor weiter in der Misere. Auch der SV Brakel hat es verpasst, sich so mit dem Sieg in Resse richtig aus der Bredouille zu bringen und vor allen Dingen eine bessere Position. Ja, und auch der Hamburger SV hätte mit einem Sieg noch einmal echte Ambitionen im Aufstiegskampf zur Westfalenliga anmelden können. Aber die unentschieden Könige der Liga haben wieder zugeschlagen. Es war mittlerweile das 11. Sie haben damit genauso viele Siege wie unentschieden. 11 Siege, 11 Unentschieden. Und sind nur in Anführungszeichen 5. haben aber auch die wenigsten Niederlagen. Und wir haben mit Raimund Büth hinterher nochmal gesprochen und gefragt, geht da jetzt noch was oder geht da nichts mehr? Also mal, so hätten wir 3 Punkte heute geholt. Wäre natürlich ein super Schritt gewesen, nochmal oben anzugreifen. Jetzt nach dem 2-2 wird natürlich schwieriger, ohne mal einen Fuß zu fassen in der Spitzengruppe. Aber wir werden jetzt gucken, was noch in den letzten Spielen geht. Dann alles reinhauen und dann mal gucken, wo wir es enden. Hashtag alles reinhauen, das gilt nicht nur für den HSV, sondern auch für euch. Haut rein, macht's gut und verletzt euch.